Errätst du, wonach mich gelüstet? Was gibt es in dieser zerrotteten Welt noch zu begehren? Macht. Ich hatte dich immer für die Schlaue gehalten. Schade. Wie komme ich zu diesem ausgesprochenen Vergnügen? Immerhin, ein Besuch von einem legendären Reiter. Ich habe hier nur eines zu erledigen. Müssen wir uns der Gewalt hingeben? Du besitzt bereits meinen Respekt. Dein Respekt interessiert mich nicht. Bloß dein Kopf! Jetzt komm, Fury. Ich bin kein Barbar wie die anderen. Nein, wir müssen uns nicht nochmal als Feinde begegnen. Erzähl das dem feurigen Rat. Der ist nicht hier, darum sage ich es dir. Königin der Reiter. Mächtig, bewaffnet mit der Flammenfähigkeit, einer Kreuzklinge, deiner legendären Peitsche. Ich trotze deinen Verlockungen, Wollust. Wirklich? Die Wahrheit ist oft verwirrend, wenn man lacht. Du sprichst, als wären wir von Natur aus Feinde. Warum muss das so sein? Ich kenne meine Rolle im Universum. Ich frage mich, ob du deine je hinterfragt hast. Du bist ein Reiter. Doch wieso? Hast du diese Wahl getroffen? Und wenn ja, gab es einen Grund dafür? Halt den Mund und kämpfe! Du weißt nicht einmal, wieso du kämpfst, oder? Kämpfst du für deine Brüder? Oh, natürlich nicht. Deine Feindseligkeit ihnen gegenüber ist bekannt. Strebst du nach einer Art Gleichgewicht? Du glaubtest nie an das übergeordnete Wohl, bis es dir dienlich war. Nein, nein, nein. Mir beweist dein Tun eine ganz andere Lust auf Macht und Privilegien und Schutz vor dem unvermeidlichen Fall der Nephele. Letztlich macht uns das zu Verbündeten. Nicht wahr? Halt dich zurück, Fury. Krieg? Was machst du? Was macht ihr alle hier? Sind wir nicht vier vereinte Reiter? Wir sind zur Bestätigung hier, dass die Mission erfüllt ist. Die Mission? Die anderen Sünden wurden durch meine Hand zerstört. Toter Krieg befreit und seinen Namen reingewaschen. Und vor allem haben wir eine große Verschwörung aufgedeckt. Was für eine Verschwörung? Himmel und Hölle haben heimlich zusammengearbeitet, um die Apokalypse früher als erwartet herbeizuführen. Der feurige Rat hat uns entsandt, gemeinsam, um auf beiden Seiten Chaos anzurichten. Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Die Ruchlosen werden bestraft. Du meinst das alles? Wir sollen die Herrscher beider Seiten stürzen. Und da du dieses Ziel so unerschütterlich verfolgt hast, hat der Rat verfügt, dass du die Reiter anführen sollst. Du, Fury, wirst ein neues Zeitalter auf der Erde einläuten. Natürlich. Endlich ergibt alles sozusagen göttlichen Sinn. Ja? Herren, ist damit nicht alles, was du je wolltest, wahr geworden? Lass die Vergangenheit ruhen, Schwester. Heute leben wir, um dir zu dienen. Stets zu Diensten. Das ist nicht real. Was? Ach, ein Versuch war's wert. Du glaubst mich so gut zu kennen. Sehnst du dich nicht danach am meisten? Nach der Macht, andere so anzuführen, wie es dir beliebt? Was Illusion war, könnte schon bald Realität sein.
Wenn du die Wünsche anderer beiseite lässt, kannst du dich auf dich konzentrieren. Letztendlich ist es deine Entscheidung. Also, entscheide dich. Du hättest sie nicht niederknien lassen dürfen! Schließ dich mir an und wir ziehen gemeinsam. Ich werde dich töten, Volus. Du wirst dich nie wieder erheben. Wir hatten einen Pakt. Halt dich zurück. Warum sollte er, wenn er weiß, dass ein Pakt mit dir nicht halb so reizvoll ist wie ein Pakt mit mir? Hör nicht hin. Ich kann deinen süßen kleinen Engeln wieder zu alter Pracht helfen. Ja, halte mir einfach dieses entsetzliche Weib vom Leib. Uriel! Und wird es nicht herrlich sein, wenn du wieder mit ganzer Schar in die Himmelstore einmarschierst? Sei still! Und diesen verdorbenen Ort wieder zur Wahrheit und Gerechtigkeit führst. Deine Wahrheit, Erzengel Uriel. Der Himmel hat deinen Befehl. Wäre das nicht herrlich? Die siebte Legion. Gesund und munter in all ihrer Pracht. Unser Pakt ist annulliert. Nein, Uriel! Wäre das nicht spaßig? Vergeudet nicht mehr deine Zeit mit Dämonen. Jetzt muss ich dir den Chaos machen, Mädchen! Wenn du wirklich deine Macht beweisen willst, schließ dich mir an und sie gehört ganz dir. Verschwinde, selbstsüchtiges Geschöpf! Ich will dich nicht hören! Was wir gemeinsam erreichen könnten, wenn du nur nicht so verdammt stur bist. Wer gab dir die Macht, die Toten zu erwecken? Die einzige Konstante im Universum, die mit der meisten Macht gieren unweigerlich nach mehr. Lust ist unvergänglich. Und was das Wehr angeht, wisse dies. Ich war nur eine Schachfigur. Ein Gefühl, das du sehr gut kennst, Fury. Die Engel, die dein Ross töteten. Auch Schachfiguren. Wer dann? Sag's mir! Die Spieler dieses Spiels werden sich mit der Zeit zu erkennen geben. Was, wenn ich dir noch etwas Kostbareres verrate? Verschone mich und ich sage dir, wo du meine Schwestersünde Neid findest. Und warum solltest du das tun? Aus welchem Grund sollte ich diese feige Heulsuse beschützen, Sie hat noch nie an vorderster Front gekämpft. Sie hat die Gräuel des Krieges noch nie erlebt. Sie ist die erbärmlichste von uns. Bring mich an den Rand von Haven und was du suchst, wird dein sein. Ein reizvolles Angebot. Huh?
ich bin es leid, dass deinesgleichen mich für dumm hält. Ich werde die anderen Sünden selbst finden. Im Grunde warst du nichts als eine endlose Leere, die nie gefüllt werden konnte. Wie enttäuschend. Beende es. Ich bin bereit. Ich denke nicht. Herren! Wollusts Machtverheißung ist berauschend. Mehr noch, wenn man so von Kummer erfüllt ist. Uziels Vergehen ist verzeihlich, dieses eine Mal. Ich begreife nun besser, was mit der Erde geschehen ist und was dadurch auf dem Spiel steht. Tod nützte mir nichts. Wenn wir überleben wollen, wir alle, sind Allianzen nötig. Eine Allianz? Mit ihm? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag, dass du mir den Gefallen erwiderst. Vielleicht brauche ich ihn schon bald. Mein Wort mag nichts bedeuten. Doch mein Leben gehört dir, Fury. Sollte ich von Intrigen gegen dich erfahren, werde ich dir davon berichten. Hast du gerade einen dreckigen Engel verschont? Er würde dir bei erster Gelegenheit den Kopf abschlagen. Du willst doch eine Beobachterin sein. Du solltest es besser wissen. Bei unserer Mission geht es um das Gleichgewicht der Welt. Und um meins offenbar auch. Wollust hat mir gezeigt, was ich werden könnte. Und das will ich nicht sein. Und was willst du sein? Ich glaube, um das rauszufinden, bin ich hier. Seltsam. Wirklich sehr seltsam. Mit jeder neuen Herausforderung beweist du mehr Tiefe. Was willst du? Du und ich, wir sind uns schmerzlich bewusst, welche endlose Parade uns die Geschichte aufzwingt. Kreaturen, die nur auf ein einziges Ziel aus sind. Doch diese Geschöpfe sind ironischerweise völlig bedeutungslos. Komm zur Sache, Fürst des Abgrunds. Es ist überraschend, nein, erfrischend, zu sehen, wie etwas in die entgegengesetzte Richtung steuert. In dir erwacht ein größeres Bewusstsein für die Schwächen, die dich in Ketten hielten. Schwächen? Soll ich sie aufzählen? Nein, danke. Ich habe in letzter Zeit genug gesehen, um zu wissen, dass es viele sind. Und genau deshalb gebe ich dir dies. Wenn du es hältst, gehört dir grenzenlose Macht. Es vibriert in meiner Hand. Ich verstehe nicht. Wenn die Zeit kommt, wirst du wissen, wann und wie du es einsetzt. Nein, noch nicht! Sei gegrüßt.
Leb wohl vorerst. An diese Kraft könnte ich mich gewöhnen. So eine Kraft hatte ich mir nicht vorgestellt. In der Luft weiterfliegen. Raffinesse wird man dem Fürsten des Abgrunds nicht vorgeworfen. Zeit, die nächste Sünde aufzuspielen. Bist du sicher? Ich frage bloß. Bescheid, du verweichlichst langsam etwas. Zumindest hatte der Fürst des Abgrunds wohl diesen Eindruck von dir. Wenn du erleben willst, wie weich ich geworden bin, zweifle meine Entschlossenheit noch einmal an. Ich sage ja nur, etwas hat sich verändert. Ist nur natürlich, finde ich, nach allem, was du hier erlebt hast. Was meinst du? Ich sage ja nur, etwas hat sich verändert. Muss ich dich daran erinnern, dass das Gute nie absolut ist? Ebenso wenig gibt es das absolute Böse im Universum. Das sind menschliche Vorstellungen. Der feurige Rat weiß davon. Ach, du schwafelst vor dich hin. Was willst du sagen? Himmel und Hölle sind auch nichts Absolutes. Aus der richtigen Perspektive betrachtet, sind sie bloß zwei rivalisierende Mächte, die um die Herrschaft über diese traurige Lehmkugel ringen. Das ist der Lauf der Dinge. Doch wieso sind ihnen dieser Felsklotz und seine Bakterienscharen so wichtig, wenn es einen ganzen Kosmos zu erkunden und zu erobern gibt? Ausgewogenheit. Wenn sie mit diesem elenden Konflikt beschäftigt hält, darf sie selbst frei bleiben. Das ist eine seltsame Methode, für Gleichgewicht zu sorgen. Besonders für so mächtige Wesen. Darum sage ich, wenn du Zweifel hättest, würde ich das tun.